Ja, sehr gut. Ich glaube ja. Genau. Mein Tag uns drei nicht zusammen führen, Ja, live. wirklich, ja. Ich habe nur Unsinn und Unfug und Zeug. Hallo, guten Abend zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Lesungsabend. Ich bin die Shelia, das ist die Lea. Ja, Hallo. und die Silvia Kitchell, unser Gast. Mitautorin, Mitpodcasterin, Freundin, die Silvia ist einfach alles. Es wird mir auch heute, glaube ich, enorm schwer fallen, Silvia irgendwie vorzustellen, weil wir kennen uns so lange mittlerweile, Silvia, gell? Wir haben so viel Wahnsinn. gemeinsam erlebt, von wochenlange Aufenthalte in Venice Beach mit verrückten Hühnern aus England bei Michael Neal bis hin zu Wien und Akiro-Spaziergänge und einfach Zigarettenabende bei mir. Das darf man gar nicht sagen, dass man ab und zu raucht. Aber wir essen vegan und vegetarisch, also wir töten wenigstens keine Genau. Tiere. Insofern können wir das schon ein bisschen rauchen. So schön, dass du da bist, Silvia. Und Silvia hat natürlich sofort ja gesagt, wo wir gesagt haben, wir wollen schreiben. Was Silvia schreibt für ihr Leben gerne. Seit Anfang an, wo ich sie kenne, sie schreibt gern. Und heute wird sie aus ihrem Kapitel von unserem neuen Buch lesen. Und zwar ist der Titel des Buches Und dann war es leicht. Ah, oh, ist das nicht So schön, schön. dieser Titel und all die Geschichten, die damit zu tun haben. Ja, ich übergebe an Lea für die Vorlesung von Silvias Bio und die Motivationsfrage. Und dann bin ich super gespannt auf deine Geschichte. Ja, genau. Also Silvia und ich haben uns eben noch nie gesehen in echt. Also nicht in echt. Sonst Schon sehr schon. oft so, aber Genau, und das werden wir hoffentlich ganz, ganz bald nachholen, weil es ist Zeit, tatsächlich. Und wir fühlen uns verbunden, was ich ja nie gedacht hätte, dass es in der Form möglich ist. Aber es ist eine unglaublich erfüllende, wunderbar einfache Zusammenarbeit, die wir auch genießen dürfen mit dem Podcast. Genau. Ja, und heute, ich mache noch die offizielle Bio, die im Buch dann auch steht. Und da, es ist und bleibt spannend, Jawohl. rund und mit Silvia. Genau, Silvia Kittil hat ihren analytischen Kopf gegen Intuition und Kreativität eingetauscht. Heute liebt und lebt sie das intuitive Business und begleitet ihre Kundinnen zu einer entspannteren Lebensart im eigenen Unternehmen. In ihrer Freizeit findet man sie mit einem spannenden Buch im Garten oder auf einem Spaziergang mit ihrem Hund Akiro. Genau, und die Bücherliebe, die teilen wir da. Das haben wir auch schon oft gemerkt. Und Shelia hat es ja schon ein bisschen eingeführt. Du hast ohne zu zögern Ja gesagt und bist da reingehüpft mit uns. Was würdest du sagen? Was war so dieses Ja, dieses Ziehen, dieses Wissen? Ja, deine Geschichte, dieses leichter Leben darf in die Welt raus. Da gab es mehrere. Erstens einmal, ich schreibe ja so wahnsinnig gern und ich möchte ja so gern Bücher hinausbringen. Und aber dieses, da mehr Geschichten und Erfahrungsberichte hinauszubringen in die Welt und zu zeigen, hey, es geht auch leichter, es geht einfach auch so viel leichter. Das ist für mich so spannend und das war es, glaube ich, auch letztendlich der Antrieb, auch ein weiteres Drei-Prinzipien-Buch natürlich rauszubringen. Es gibt viel zu wenig im deutschsprachigen Raum, aber einfach zu zeigen, hey, es geht leichter. Ich glaube, dass es so viele Menschen gibt, so
ich meine, ich weiß es ja von mir, wie anstrengend es sein kann und wie schwer. Und dann suchen wir in allen Richtungen und irgendwie ist es dann so präsentiert. Und ich glaube, die Hoffnung, die wir mit diesem Buch dann geben, sagen, hey, es geht leichter. Und wenn wir es geschafft haben, dann schaffst du das auch. Also das ist, glaube ich, so meine Motivation dahinter. So schön. Ja, die Bühne gehört dir, Silvia, und ich bin unglaublich gespannt. Wir ich alle. Auch. Das Leben ist ein Spiel, auch wenn wir es nicht immer kennen. Aufschlagssatz Sieg. Michael donnerte seinen letzten Ball als Ass in mein Feld. Nach einem ausgeglichenen und spannenden Finale hat er den entscheidenden Punkt gemacht und gewonnen. Dieses Match war der krönende Abschluss eines Turniers, das unsere Familien an diesem Sommerwochenende veranstalteten. Ich war damals knappe 10 Jahre alt. Zu jener Zeit war Softtennis in aller Munde. Der Nachbarsjunge Michael und ich spannten im Garten ein Netz, spielten von früh morgens bis spät in die Nacht und verließen den Rasen erst, wenn wir den Ball kaum mehr sehen konnten. Wir hatten oft enge Kämpfe ausgetragen. Mal ging er als Sieger, mal ich als Siegerin vom Platz. Unter normalen Umständen hätte ich ihm an diesem Tag zu seinem Erfolg gratuliert und mich für das spannende Match bedankt. Diesmal war es jedoch anders. Wie aus heiterem Himmel überkamen mich heftigste Gefühle. Ich zitterte am ganzen Körper, Tränen flossen über mein Gesicht und ich konnte kaum atmen. Ich rannte in mein Zimmer, schloss mich dort ein und warf mich heulend aufs Bett. Als das vergnügliches Wochenende begann, endete für mich in einem Desaster. Ich konnte diese Gefühle, die so überraschend und intensiv über mich hereinbrachen, nicht einordnen. Ich fühlte mich verwirrt, hilflos und klein. Es dauerte Stunden, bis ich mich wieder beruhigte, erschöpft aus meinem Zimmer kroch und Michael doch noch zu seinem verdienten Sieg gratulierte. Als ich meine Eltern sahen, lachten sie. Sie meinten, es wäre doch nicht so schlimm, auch mal zu verlieren. Es sei bloß ein Spiel gewesen. Sie meinten es nicht böse, das wusste ich. Sie wollten mich nur trösten. Und sie hatten recht, es war nur ein Spiel. Nur an diesem Tag konnte ich das nicht erkennen. Für mich fühlte es sich wie bitterer Ernst an und nicht wie ein lustiges Event. Vermutlich war dieses Ereignis der Auslöser dafür, dass ich mir schwor, mich nie wieder so ohnmächtig fühlen zu wollen. Dass ich stärker und besser werden musste, zur Siegerin werden, abgehärteter und souveräner werden musste in allem, was ich tat. Und vermutlich begann es auch zu jener Zeit, dass ich einen Teil von mir wegsperrte. Oder besser gesagt, versuchte wegzusperren. Nämlich den sensiblen, empfindsamen Teil, der so heftige Gefühle in mir auslösen konnte. Auf der Suche. In den folgenden Jahren, eigentlich waren es Jahrzehnte, versuchte ich alles Mögliche, um mein inneres Versprechen einzuhalten. Anfänglich begann ich Wissen und Ausbildungen zu sammeln, in der Hoffnung, irgendwann das Gefühl von okay und gut genug zu erhalten. Als das nicht funktionierte, versuchte ich, mein Leben zu verändern. Ich wechselte Beziehungen, Wohnorte und Jobs. Aber keiner dieser Versuche half mir, ein zufriedenes und entspanntes Gefühl im Leben zu finden. Wenn die Lösung nicht im angehäuften Wissen oder in den Veränderungen im Außen lag, musste wohl etwas mit mir nicht stimmen, so lautete meine nächste Schlussfolgerung. Wahrscheinlich war ich tatsächlich noch nicht gut genug, musste intensiv an mir arbeiten und mich verändern. Die nächsten Jahre verbrachte ich damit, alle Selbsthilfebücher zu lesen, die ich in die Hände bekam. Außerdem probierte ich es mit Yoga, Meditation und befragte sogar die Sterne. Vielleicht wussten die ja, warum ich mein Leben nicht in den Griff bekam. Irgendwann gab ich die Hoffnung auf. Vielleicht war es mein Schicksal und ich musste mich damit abfinden, dass mein Leben mit Leiden verknüpft war. Ich lernte, mich mit meinen Empfindlichkeiten zu arrangieren, hatte mittlerweile auch Strategien entworfen, sodass mich starke Gefühle nicht mehr völlig unvermutet trafen und komplett aus der Bahn warfen. Bis mir eine Freundin, danke vielmals, das Buch The Inside Out Revolution von Michael Neal empfahl. Auch wenn darin für mich nicht wirklich Neues stand, blieb doch der Eindruck hängen, dass sich zwischen den Zeilen eine Wahrheit verbarg. Eine Wahrheit, die meine Suche möglicherweise endgültig beenden konnte. Es dauerte weitere 5 Jahre, bis es bei mir endlich Klick machte. Ein einziger Gedanke genügt. Ich saß an meinem Lieblingsplatz und frönte meiner Lieblingsbeschäftigung, aus dem Fenster starren und Wolken betrachten. Wieder einmal war ich innerlich aufgewühlt. Verzweiflung, Enttäuschung und Hilflosigkeit machten sich breit.
Mein Business lief nicht, wie ich es mir vorgestellt hatte. Nicht schlecht, aber für mich, die immer top sein musste, war es viel zu wenig. 2 Tage zuvor hatte ich die Entscheidung getroffen, endlich einen Schlussstrich zu ziehen. Nicht aus tiefster Überzeugung, sondern mehr aus einem Ich kann und will nicht mehr Gedanken heraus. Der Entschluss fühlte sich gut an, auch wenn immer wieder Tränen flossen. Allein die Vorstellung, es endlich entschieden zu haben, war schon eine Erleichterung. Während ich die vorbeiziehenden Wolken beobachtete, tauchte ein Gedanke in mir auf. Ist das nicht witzig? Da leidest du unter deinem Business und nur wenn du daran denkst, es wäre nicht mehr da, dann geht es dir besser. Während die Wolken am Himmel vorbeizogen, tauchten in mir weitere Gedanken auf und verschwanden wieder, bis einer herausstach. Silvia, was, wenn es okay ist, dass du sensibel bist? Vermutlich dachte ich diesen Gedanken schon öfters, nur diesmal blieb er haften. Was wäre tatsächlich, wenn es okay wäre, dass ich sensibel bin? Ein weiterer Gedanke kam in mein Bewusstsein, noch größer, noch überraschender. Was, wenn es nicht nur okay, sondern wenn das eigentlich eine große Stärke von dir wäre? Dieser Gedanke löste ein Feuerwerk in mir aus. Mit einem Mal herrschte in mir eine nie dagewesene Klarheit, als ob sich ein Nebel lichtete. Ich erkannte, dass ich mir jahrelang einen Schutzpanzer aufgebaut hatte, um mich von meinen eigenen Gedanken und Gefühlen abzuschirmen. Dass ich mich immer wieder in mein Schneckenhaus zurückzog, wenn es mir zu viel wurde. Ich erkannte, dass mein Leiden nicht daher kam, dass ich zu sensibel war oder zu viel spürte, sondern dass ich diese Gefühle generell nicht haben wollte. Dass ich versuchte, sie mir abzutrainieren und mit mir haderte und mir Vorwürfe machte, wenn mir das nicht gelang. Ich konnte auch sehen, welches Geschenk ich mit meiner Feinfühligkeit mitbekommen hatte, wie sehr sie mir immer schon gedient und mich dabei unterstützt hatte, anderen Menschen zuzuhören, auf sie einzugehen und sie zu verstehen. Hätte ich diese Gabe nicht, könnte ich wohl meinen Job nicht ausüben. Auf meinem Sessel sitzend pendelte ich zwischen Lachen und Weinen hin und her. Die Last, die ich jahrelang auf meinen Schultern spürte, löste sich mit einem einzigen Gedanken ganz plötzlich in Luft auf. Sich selbst sehen. Ein Leben lang hatte ich darum gekämpft, besser und anders zu werden. Ich arbeitete an mir und suchte die Anerkennung von anderen. Sie sollten mir versichern, dass ich okay bin. Niemals wäre ich auf die Idee gekommen, dass die Lösung ganz woanders lag. Ja, und wo sie liegt und wo sie ist, das gibt es am 1. Juli in unserem Buch. Ja, das stimmt. Ja. Was mir gerade so gefallen hat, Silvia, an deiner Geschichte, ist dieser eine Moment. Und das ist das, was man immer wieder hört in der 3P-Community, oder? Wir sind ein Gedanke entfernt von einer komplett anderen Erfahrung vom Leben. Und das ist für viele so schwer greifbar, was damit gemeint ist. Und für mich verkörpert deine Geschichte diese Aussage voll und ganz. Und ich spürte, als du gelesen hast, diese Last, die von dir abgefallen ist. Und das ist das in diesen Momenten, wo die Schwere in Leichtigkeit verwandelt, weil wir die Last fallen lassen. Und dieses Gefühl kenne ich so gut. Das hast du so schön geschildert. Danke vielmals. Ja, und es ist oft nur ein Gedanke, der dann halt wieder was auslöst, nur sehr oft erwarten wir auf diesen Gedanken. Und bei mir hat das tatsächlich 5 Jahre gedauert. Und in diesen 5 Jahren habe ich mich mit den 3 Prinzipien beschäftigt. Und da war immer ein bisschen was und ein bisschen was, aber nie so dieses Feuerwerk, das dann wirklich irgendwas in Gang gesetzt hat. Und auch das möchte ich wirklich mitgeben, weil wir warten immer so drauf. Ja, wann ist denn der da? Wann ist der? Er kommt irgendwann. Und davor sind es aber viele kleine Schritte oft und die sind so oft nicht sichtbar. Aber die sind genauso wichtig. Also wenn wir die alle nicht hätten davor, dann irgendwann macht es dann Klick und dann auf einmal, dann kommt eines nach dem anderen. Mhm. Aber es kann manchmal auch dauern und auch das ist okay. Ja. Mhm.
Ja, das ist so wichtig. Ich glaube, gerade dieses unterschiedliche Tempo auch nicht wertzuschätzen, aber anzuerkennen. Und dass wir alle in unserem Tempo unterwegs sind. Und es da eben absolut kein richtig und falsch gibt. Und unser Kopf ist immer ungeduldig. Und das auch wieder zu sehen. Und wir möchten immer noch ein bisschen mehr. Dem reicht es nicht. Darüber werden wir dann vielleicht morgen sprechen. Und es ist ja, ich habe so was Geduldiges bei dir gehört, weil du gespürt hast, dass da zwischen den Zeilen diese Wahrheit liegt. Oder? Also auch in der Ungeduld oder im mehr wollen, trotzdem nicht gehen zu lassen, sondern dabei zu bleiben, hinzuschauen. Das war auch drin, neben dem Oh. Ja, ich glaube, wenn es einmal dann haftet, es. Also wenn, ich glaube, dass die Hoffnung, also wenn man irgendwo die Hoffnung hat, dann bleibt man dran, oder? Dann geht man weiter in diese Richtung und möchte mehr sehen und möchte da tiefer reintauchen. Und das ist auch, glaube ich, was hoffentlich auch dieses Buch oder ganz sicher dieses Buch auch geben wird, aber überhaupt die drei Prinzipien, die Hoffnung, dass es möglich ist für jeden, ohne ganz egal, was gelernt, wie alt, wie jung. Und das ist das Wunderbare für mich da drinnen, ja. Ja. Ah, so schön. Voll schön. So schön. Ja, wir haben das Buch für dich geschrieben, Ja, der auch immer absolut. gerade zuhört. Und ja, jetzt möchte ich auch ein bisschen hingehen in Richtung Buch, weil heute, liebe Leute, haben wir Montag. Und Freitag kommt das Buch offiziell raus aus dem, auf dem Markt, ist bestellbar. Und wir haben noch drei Lesungen. Wir machen auch drei wunderbare Lesungen noch am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Aber ich möchte schon ein bisschen prickeln machen, so ein bisschen Vorfreude, weil wir wollen natürlich am Freitag alle zusammen bestellen. Und auch in der Woche drauf, aber insbesondere am Freitag, weil wir wollen das Buch hochbringen auf die Bestsellerliste. Wir wollen, dass das ganz oben im Ranking steht, sodass viel mehr Menschen die Möglichkeit haben, das zu entdecken und zu finden, weil es als ein gutes Buch angesehen wird. Und wir werden auch am Freitag alle 20 von uns ganz viel Wirbel machen und beginnen, den Link herauszugeben, wo das auf Amazon ist. Und deswegen halte die Augen auf, sei bereit am Freitag, dass wir quasi dann klicken und beginnen zu bestellen. Also wenn du Interesse hast an dem Buch, wenn du es deiner Freundin oder einem Freund weitersagen möchtest, wenn du diese Lesungen gut gefunden hast und du das gerne teilen möchtest auf deine Social Media Kanäle, teile diese Lesungen, mach auch ein bisschen Wirbel mit uns. Es ist wirklich für eine sehr, sehr gute Sache. Nämlich, dass viel mehr Leichtigkeit in die Welt kommt und das kann die Welt gerade sehr gut gebrauchen. Ja. Ja, und Shelia, du hast so was Schönes gesagt letzte Woche oder mir geschickt. Die Liebe, die ist oft am Flüstern. Und ich glaube, wir dürfen lauter werden, die Liebe durch uns, diese Sprache der Stimme geben. Und das Buch soll eine Stimme der Liebe sein. Für die Hoffnung, für die Liebe. Und wir dürfen laut sein damit. Genau. Also, vielen Dank, liebe Silvia, für deinen wunderbaren Beitrag. Wir sehen uns morgen für die Podcast-Episode. Wir haben morgen eine Aufnahme. Danke für die Einladung, dass ich dabei sein darf. Danke vielmals. Sehr Natürlich. gerne. Natürlich. Und wir sehen uns morgen wieder für 20 Tage, 20 Lesungen, 20 Uhr für 20 Minuten. Es geht weiter bis zum Nee. Ende der Woche.
Elisabeth Löffelhardt. Mit Elisabeth Löffelhardt und ihr kleines Gästlein. Morgen werden wir erklären, was damit gemeint ist. Bis morgen zusammen. Tschüss. Ciao, ciao.